Hi, mein Name ist Roland aus dem HEOS Produkt Support Team. In dem heutigen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie AirPlay 2 fähige Geräte mit HEOS Integration mit Hilfe von Siri steuern können. Dafür schauen wir uns zunächst einmal AirPlay 2 an und was es für Sie tun kann. Mit Hilfe von AirPlay 2 können Sie Musik vom iDevice oder halt auch von iTunes, vom MacBook, auf Ihr HEOS-Gerät streamen. Da wählen wir zunächst erstmal Musik aus, dann spielt es auf dem iPad, dann gucken wir uns den Bildschirm an. Hier haben wir mehrere Zimmer zur Auswahl, zum Beispiel das Wohnzimmer, das ist unser AVR hier. Da kann ich die Wiedergabe fortsetzen auf dem AV-Receiver und die Wiedergabe startet auf dem AV-Receiver hier in meinem Wohnzimmer. Jetzt habe ich noch ein zweites Zimmer, das Esszimmer. Da steht meine Denon Kiol-Anlage und da will ich die Musik jetzt auch nochmal hin streamen. Das kann ich machen, das heißt AirPlay 2 ist Multiroom-fähig. Jetzt kann ich die Lautstärke auch individuell ändern. Zum Beispiel im Wohnzimmer lauter machen oder auch die Gesamtlautstärke ändern. Oder im Wohnzimmer ausmachen und nur im Esszimmer, das heißt auf meiner Denon Kiol, weiterhören. Um die AirPlay 2-Wiedergabe mit Hilfe von Siri zu steuern, werfen wir zunächst einen Blick in die HEOS-App. Hier sehen wir die Räume bzw. die Geräte, die in Ihrem Heim vorhanden sind und HEOS-kompatibel sind. Wir haben da zunächst einmal das Esszimmer und wir haben den Denon AVR X4500H. Es empfiehlt sich, einfachere Namen zu nennen, da diese nachher für Siri verwendet werden müssen. Den Raumnamen kann man ändern, indem man auf das Stiftsymbol in der oberen rechten Ecke klickt, dann das Gerät anwählt und ihm hier einen anderen Namen gibt, wie zum Beispiel Wohnzimmer. Hiermit ist der Name geändert und wir können weitermachen, indem wir in die Apple Home App hineingehen. Die Apple Home App ist auf jedem iPad bzw. iPhone bereits vorinstalliert. Hier wählen wir Gerät hinzufügen und im nächsten Schritt Code fehlt bzw. kann nicht gescannt werden. Wir sehen jetzt die Geräte, die in der Nähe sind und da sehen wir zum Beispiel das Wohnzimmer. Das ist ja unser AVR X4500H. Den haben wir hinzugefügt. Jetzt können wir hier noch einen Raum im Prinzip einblenden, zum Beispiel Wohnzimmer. Und wir können mit Hilfe des Plus-Symbols in der oberen rechten Ecke dann ein zweites Gerät hinzufügen, wie zum Beispiel die Kiol, die sich ja in unserem Esszimmer befindet. Und auch hier wählen wir dann entsprechend einen anderen Raum, in dem Fall Küche. Wichtig ist dennoch, dass wir das Gerät nachher mit Esszimmer ansprechen. Und das war's auch schon. Jetzt können wir die AirPlay 2-Wiedergabe mit Hilfe von Siri steuern. Hey Siri, spiele den Titel Volcano von U2 im Wohnzimmer. Ich spiele Volcano von U2 im Raum Wohnzimmer. Hey Siri, lauter im Wohnzimmer. Hey Siri, Wiedergabe anhalten. Und so kann man jeden Titel von der iTunes Musikbibliothek oder von Apple Music, wenn man ein entsprechendes Abonnement abgeschlossen hat, per Siri anwählen und auf einem AirPlay-Gerät wiedergeben. Dabei kann man natürlich auch das Esszimmer, das heißt unsere Kiol, wählen. Hey Siri, spiele U2 im Esszimmer. U2 wird wiedergegeben im Raum Küche. Oder in allen Räumen zusammen. Hey Siri, spiele U2 im ganzen Haus. Einen Augenblick, U2 wird wiedergegeben auf allen Lautsprechern.
Hey Siri, stoppe die Wiedergabe überall. Die Wiedergabe wird überall angehalten. Vielen Dank und viel Spaß mit Siri, Heos und AirPlay 2.